So. Ist immer noch instabil. Uff. Jetzt schauen wir erstmal. Ja, jetzt welcome back. Ich würde da jetzt nicht sofort welcome back. Wobei, ausgelassene Frames 0. Keine Ahnung, was da gerade los war. Vielleicht, weil OBS hat mir gerade angezeigt, rote Signallampe. Wie lange habe ich noch vor, online zu sein? Also, da ich langes Wochenende habe, ich eigentlich nichts vorhabe, denke ich mal, machen wir vielleicht bis 18 Uhr. So, ich glaube, jetzt liegt es aber an Twitch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Okay, was? Dann muss ich mich beeilen. Inwiefern? Ich muss kurz ein. Ach so. Pff, ist ja nicht schlimm. So. Jetzt erstmal gucken. Okay. So. Falls wir uns noch mal sehen, bis gleich. Jo. Jetzt muss ich erstmal kurz, weil bei meinem Handy spinnt es noch. Also es kann gut sein, dass bei mir internetmäßig irgendwie was am Arsch ist. Aber OBS zeigt jetzt an, alles gut. Und ich bin ja anscheinend live. Dann muss ich da nur noch irgendwie gucken. Weil das Ding ist, ich krieg so langsam Hunger. Und würde dann gegen 18 Uhr Pause machen und mir was zu essen holen. Oder mal gucken. So. Dann. Und ich wollte eventuell sogar noch das Spiel wechseln. Ja, super. Da war ja was. Hallo? Ja. OBS, bitte. Weil dann wollte ich nämlich auch das Spiel wechseln. Aber, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal bis 18 Uhr. Dann erstmal in Ruhe Abendessen. Und dann mal gucken, entweder Spielwechsel oder wobei, Twitch zeigt mir immer noch an instabil. Keine Ahnung, was da los ist. Ja gut, das mit Minimieren ist ja klar, aber also Twitch zeigt mir hier an, das instabil. Vielleicht sollte ich auch jetzt eine Pause machen. Mal gucken. Wobei, jetzt ist die Bitrate eigentlich ganz in Ordnung. Nachdem ich alles hervorragend. Okay. Übrigens, da du das Spiel ja schon gespielt hast und du LP sparen willst, die kleine Anmerkung, Empfehlung, die Aspirone besser nicht herzustellen, gibt es jetzt bei dem Winter. Achso, okay. Gut, alles klar. Ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Und später dann auf alle Fälle Pause. Der Witz ist, bin ich im Hauptmenü, ist alles in Ordnung mit Gothic 2. Erst wenn ich im Spiel bin, dann. So, hier haben wir genau. Da lege ich mich erstmal kurz mit den nächsten Riesenratten an und dann gucke ich, dass ich irgendwie die Goblins aus dem Weg räume. Die verdammten Skelett-Goblins. Drecksratten, jetzt verreckt endlich!
Sollte erstmal reichen, hoffe ich. Speichern. Wuff. Weil ich wollte nämlich auch mal in ein anderes Spiel reinschauen, das ich bei einem Kumpel von mir angeschaut habe. Sieht interessant aus. Aber ob ich mit dem Spiel klarkomme, weiß ich nicht. Damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, damit ich nicht nur Gothic 2 spiele. Ich meine, gut, Risen wäre ja auch noch im Angebot. Ich habe bald keine Heilmöglichkeiten mehr. Sprach er und hat das Inventar voller Heilung. Aber rohes Fleisch, ich will es erstmal anbraten. Und die Tränke habe ich mir eigentlich für den schlimmsten Fall aufbewahrt. Und ich kann nicht einfach so mal eben das Zeug fressen. Heilkräuter etc. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also so, dass ich halt im Kampf nicht so alleine bin. Oder was heißt alleine? Der hat mich jetzt aber nicht bemerkt, oder? Hier ist ein Teleporter. Theoretisch müsste ich hier durchrennen. Andererseits will ich mir aber auch nicht 150 Erfahrungspunkte durch die Lappen gehen lassen. Hallo? Schwert. Und jetzt festschicken. Ja, geil. Das soll doch jetzt ein Witz sein. Alter, was für ein dämlicher Witz und ein dämlicher Save, den ich geladen habe. Oh, das waren noch Zeiten. Nicht so viele Pilze snacken. Die geben aber auch einen Boni angeblich. 50 Dunkelpilze sollen das Mana erhöhen. Angeblich. Ja, natürlich. Gleich zwei Skelette. Ein Skelett reicht. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich zu verfolgen? Jo! Ja, das sind die Snapper. Hey, zwei gegen einen ist unfair. Wir können gern Mann gegen Mann. Ich will nur einen einzigen Goblin-Skelett pullen. Mehr nicht. Jawohl. Die sind bitter, die Goblin-Skelette. So,
einen Schinken, aber nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht mehr. Äpfel und Dunkelpilze sind auf alle Fälle so ein Perk-Ding, wo einmal den Perk verbessern. Mal gucken. Die meisten Laufattacken rückwärts sein werden, wenn sie an dir vorbei. Ja, das weiß ich ja, das weiß ich ja. Aber bis ich reagiere, habe ich schon den Schaden gefressen. Oder der Input lässt bei mir zu wünschen übrig. Und grüß dich, Kratzbesen. Einen wunderschönen Heu und schönes Wochenende wünsche ich dir. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, ich habe ja noch Blauflieder und so weiter. Oh, leck mich doch! Aber ich bin halt viel zu schwach ausgerüstet. Ich brauche eine viel bessere Rüstung, ich brauche viel bessere Waffen. Etc., etc., etc. Halt unten Blauflieder. Weil ich spiele das halt Tastatur only und nicht mit Maus. Ich habe schon mit Maus versucht, so wie früher. Aber holy, ich kann selbst die Sensibilität ganz hochstellen und die Maus ist träge wie nix und nochmal nix. Mit anderen Worten kann man vergessen. Quergrüß, grüß dich. Guten Heu und schönes Wochenende wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Grüß dich, mein Lieber. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Seid gesund und munter. Du bist ja nur einer, oder? Ja. Die dir größte hat sofort zulegen könntest. Einerseits bin ich hin und her gerissen, andererseits lass mich ruhig machen, lass mich ruhig machen. Es ist mein eigenes Verschulden. Wenn nichts klappt und ich muss dann auch mit dem halt leben und so weiter. Oder mit dem auskommen, was ich mir halt hier Verbau und da wollen wir mal. Ich hätte speichern sollen übrigens, falls mich dieser Goblin-Skelett auf einmal umnietet. Das lief jetzt aber gut. Richtig schöner. Ja, es ist halt ewig her, dass ich Gothic 2 gespielt habe, also die Nacht des Raben. Und wie gesagt, der Input meiner Tastatur lässt manchmal zu wünschen übrig. Also die Schwertschläge, die wollen manchmal nicht so flüssig, wie ich es will. Okay, erstmal speichern. Dann mache ich vielleicht erstmal hier Licht an, damit man was sieht. Ich vergesse das nämlich immer ganz gerne, an dunklen Stellen mit einer Fackel hinzugehen. So, ich glaube, ich muss einen Teleporter finden, der mich hier reinbringt. Und von drinnen kann ich die Zelle öffnen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bin mir jetzt aber auch gerade unsicher. Gespeichert habe ich ja. Ach, ich bin am Ziel. Oh, Saturas, der wird mir gleich so dermaßen die Hölle heiß machen. Kenne ich dich nicht irgendwo her? Natürlich, du warst das.
Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ende von Kapitel 5 bei Gothic 1. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Die Barriere mit dem Erzhaufen zu sprengen, ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ihr hättet euch am Ende damit noch selbst in die Luft gejagt. Das ist doch der Gipfel. Wer gibt dir das Recht, über uns und unsere Absichten zu richten? Wenn ich nicht so ein friedliebender Mensch wäre, würde ich den Zorn Adanos auf dich heraufbeschwören, mein Junge. Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Sehr schön. Erstmal speichern. Eine Nachricht. Habe ich jetzt eine schriftliche Nachricht bekommen? Botschaft. Vatraschein für Saturas. Ach so. Mal lesen. Werter Saturas, ich hoffe, ihr seid schon bald am Ziel. Unsere Situation hier in der Stadt scheint sich zurzeit etwas zu entspannen. Aber ich fürchte, die Ruhe trügt. Ihr solltet euch beeilen. Ich brauche euch hier. Ich habe deine Aufzeichnungen studiert und kann deinen Verdacht bestätigen. Die Schriftzeichen deuten tatsächlich auf eine Adanos-gläubige Kultur hin. Seid also vorsichtig und lasst euch nicht von falschen Propheten blenden. Die vermissten Bürger von Korinis wurden von dem ehemaligen Erzbaron Raven in die Region verschleppt, in die das Portal offensichtlich führen wird. Noch eins. Ich habe euch Hilfe entsendet. Der Überbringer dieser Nachricht ist etwas ganz Besonderes. Er hat so einen bemerkenswerten Glanz in seinen Augen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte er sein, auch wenn wir ihn uns anders vorgestellt haben. Prüfe ihn. Ich denke, ich habe recht. Vatras. So. Dann lade ich erstmal das. So. Riordian, ja, der Alchemist damals im neuen Lager, der uns mit Tränken versorgt hat. Pfandbrief, Steckbrief, Befehle. Okay. Cool. Da. Riordian. Hoi. Hey. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanos. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis?
Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Gold, Schlüssel, Gebrauchsgegenstände, Fernkampfwaffen, Munition, das geht ja natürlich noch weiter. Metallpflanzen, Tränke und so weiter. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Och, Nefarius, er befindet sich stimmt. Weiter hinten in diesen Gewölben. Nefarius, stimmt ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, was seine Rolle nochmal damals war. Ach stimmt, der hat uns dann zu Saturas vorgelassen. Womit denn? Okay, da fehlt mir der Schlüssel. Gut. Ich dachte schon, dass wir jetzt ein Todesurteil. So, Fackel erstmal. Es ist dunkel hier drin und ich vergiss das immer wieder. Wir können nur abwarten. Hoi. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, Kronos, der uns das Passwort gegeben hat, um zu die Wassermagie zu kommen. Titrian doch. Sag mir nicht. Und Merdarion. Nicht, daran was ändert. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Ja, ein Monat. Mehr als ein Monat mittlerweile. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen. Und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen. Und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Keine Runen? Schade. Feuerpfeil, Eislanze? Eislanze! Wäre auch nicht für... Schlecht. Ich war das nicht, damit das gleich klar ist. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen.
Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Naja. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Naja, bei einem Snapper, bei Feuerwaran, die da draußen sind, und den Goblin-Skeletten. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Oh, schön, wie er versucht, mit dem Erd zu rollen. Oh. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Da finde ich Saturas Antwort viel besser. Kannst du mir etwas über Magie beibringen, damit du noch mehr ins magische Geschehen reinpfuschen kannst? Nee, danke, lass mal lieber. Myxier! Ah, stimmt ja, an den erinnere ich mich noch. Ich glaube, der war ein bisschen verschwiegen bei Gothic 1. Und ich glaube, hier bringt er uns die Sprache bei. Hey, du. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Das ist wenigstens in Ordnung. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. 5 Lernpunkte. Komm, was soll's. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Dann kann ich das schon mal. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Hey, so, du. Ich glaube, das nächste kostet 10 und die Sprache... Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Krieger. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. 10 Lernpunkte und dann die Sprache der Priester sind 15 Lernpunkte. Ja, ich erinnere mich noch. Eieiei. Alchemietisch, Runentisch, jo. Betten, wo ich dann schlafen kann. Und Nefarius. Hey, du. Hoi. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem massiven Fels.
Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Und ich glaube, wir haben ja das Ornament. Womit denn? Oder auch nicht. Ich dachte, wir hätten das Ornament. Oder es hat Laris und... ist, glaube ich, aber nicht. Oder doch? Ich glaube, Laris hat das Ornament. Ich glaube, die Quest ist ein bisschen buggy. Genau wie die Fackel. Wow. So. Mal gucken. Wir haben mit Myxia Nefarius gesprochen. Reden wir nochmal mit Saturas und Kronos. Medarion haben wir schon. Kronos. Kannst du mir ein... Sag mir, was du brauchst. Okay. Haben wir schon. Womit denn? Boah, jetzt kriege ich aber richtig Hunger. So, anscheinend... Ja, wenn das Ornament fehlt, dann kann ich hier noch nichts machen. Hey, du! Oder nicht mehr weitermachen. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Och, stell dich nicht so an, Saturas. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Joa... Und nu? Ich brauche das Ornament von Laris. Und eigentlich sollte er mich auf dem Weg hierher begleiten. So, ich weiß nicht, ob es da hinten noch irgendwie reingeht. Portalmäßig oder... weiß ich schon gar nicht mehr. Und da hinten die Tür, da muss ich auch irgendwie das richtige Portal nutzen. Weil es hier keinen Schalter gibt. Ja, gut. Ja, ich brauche das Ornament von Laris. Dann können wir ins Add-on-Gebiet. Ansonsten brauchen wir es gar nicht versuchen. Ich meine, ich wüsste noch eine Möglichkeit, aber das wäre halt gecheatet. Jetzt ist da auch noch ein Varan. Wolfsfell, sehr schön, Wolfsfell, immer her damit. Pfanne, ich kann jetzt mal das Fleisch anbraten. Oh
Gott sei Dank. Dann habe ich auf alle Fälle wieder Heilmöglichkeiten. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Gut. Ein Stängel Sumpfkraut, noch ein Stängel Sumpfkraut. Ein Trank und ein Bettchen zum Schlafen. Och, warum? Ich habe vergessen zu speichern, ne? Alter, keine Chance gegen die Warane. Und normalerweise in Gothic 1 macht man die auch schon mit Level 3. Oh gut, sie haben nachgelassen. Wo habe ich gespeichert? Na, okay. Gibt's hier wirklich keinen Schalter, damit ich da rein kann? Aber der Schalter ist 100% da drin. Wobei, eigentlich der Teleporter sollte mich dann woanders hinbringen. Na toll. Und ich dachte, nicht bei gegen Warane komme ich an. Das ist langsam ein Trauerspiel. Stufe 10 und ich komme nicht mal gegen Warane an. Drachensnapper? Gut, das kann ich ja verstehen. Ein Haps und ich bin tot. Warane, ich mach kaum Schaden. Gut, ich habe aber gerade mal Stärke 31. Warum habe ich Stärke 31? Achso, ja, okay. Hab nichts gesagt. So. Wechsle ich erstmal wieder auf die Feuerrobe. Damit es nicht auffällt, dass ich zum Ring des Wassers gehöre. Weil immer gegen Ende des Spiels, wann war es? Kapitel 5, wurde nämlich ein Treffen einberufen vom Ring des Wassers. Ja, wir haben uns versammelt, um ihn aus dem Ring rauszuwerfen. Wo ich auch nur dachte, warum denn? Oder, ja gut, weil ich auch die Rüstung mitten in der Stadt getragen habe zum Teil. Und dies und das und Zell und je und hast du nicht gesehen. Thank you.
Ablauflieder. Sehr schön. Okay, was ist jetzt mein Ziel? Ich brauche ein Ziel. Vielleicht sollte ich doch ins in die Minenkolonie gehen. Weil ich bin auf alle Fälle näher dran im Pass des Minentals als in Hafenstadt Korenis. Und wann bekam ich doch mal die Teleporterrune? Ich meine, ich könnte noch natürlich hier an Innos-Statuen beten und spenden, damit ich auch noch Perks bekomme. Teleporterrunden gibt es sobald aus dem Mieter. Oh Gott sei Dank. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte irgendwo was vergessen. Irgendwas übersehen oder. Ja, wo bist du, du Kleiner? Mistkerl. Wollte gerade sagen, ist das hier in... Ja, doch. Wollte gerade sagen, ist das hier wirklich eine Innerstatue oder ist das eine Belia-Statue? Die ersten fürs Minental bereits im Minental, ja. Oh, wenn ich doch nur viel stärker wäre. Ich will jetzt nicht sagen overpowered, aber sehr gut stark. Da würde ich nämlich den Pass von den Orks befreien. Das gibt nämlich auch jede Menge Erfahrungspunkte und ein paar Level-Ups. Wieso leben hier schon wieder Scavenger? Verstehe ich nicht. Es sei denn, ich habe vergessen, die umzumieten. Nichts zu holen. Wie mein, dass ich Runen verpasse, also Teleporter-Runen, weil ich weiß, es gibt zum Hafenstadt, zum Kloster, zum Pass von Minental. Dann glaube ich zu den Großbauern. Und glaube zu Xardas Turm. Wenn ich das richtig weiß. Ich weiß es halt nur nicht mehr genau, wie man die bekam. Minental gab es auch, Pass im Minental. Und, oh, was war's noch? Zur Burg im Minental gab es auch noch und keine Ahnung wo noch. So, erstmal Blauflieder sammeln kurz. Und hopp. Na gut, Irderat ist ja eh das letzte Kapitel. Das weiß ich ja. Die Hallen von Irderat. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Ah,
So. Oh, eine der besten Teams überhaupt. Ich finde das mit dem... Was ist das? Banjo? So gut gemacht. Die Gothic Team. Nichts zu holen. So, es führen zwei Wege ins Minental. Einmal der Hauptweg, der ist über und über und über und über bespickt von Orks. Und ein geheimer Schleicherweg, wenn man das so möchte. Ja, genau, Xardas Turm gab es ja auch noch. Also, die alte Ruine. Ist ja auch so eine... Man könnte sagen, eine kleine Besorgungsquest für Xardas. Ach, jetzt komm schon, lasst euch verprügeln. Ja, ich habe hier noch ein paar Sachen aus deinem Turm retten können. Oh, super, ja, danke, her damit. Huch. Wer? Ach, Sykrael. Nee, halt. Quatsch. Oh, ich kann das jetzt nicht nachgucken. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich heiße dich herzlich willkommen im Kapitel des Dämonikons. Sykrael. Ach. Oh, nein! Ich bin weg. Tschüss. Ja, ich hab den... Ork-Krieger, das wird bitter. Rett mich. Die machen Schaden. Und machen mich mal eben zu Hackfleisch. Sykrael doch. Nein. Wo bin ich? Ah, super. Da bin ich. Auf zurück. Oh, ich hätte speichern sollen. Da ist vergessen. Aber grüß dich, Sykrael. Nochmals vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich heiße dich herzlich willkommen im Kapitel des Dämonikons. Ich hoffe, dir geht es gut, bist gesund und munter und genießt hoffentlich dein Wochenende und meine Fails. Und wer war das jetzt? Uranos. Danke für dein Follow. Auch dich heiße ich herzlich willkommen im Kapitel des Dämonikons. Vielen lieben Dank. Oh Mann. Wobei, du wirst ja ab morgen eh wieder einen anderen Account haben. Es sei denn, du hast es endlich geschafft mit Twitch. Also ich... würde es dir echt wünschen, wenn das mal mit Twitch geklappt hätte. Jep, und nee, leider nein. Ah, oh, schade. Ja, das ist doch voll... Gut, was heißt der Follow eigentlich sinnlos? Oh, Mann. Bei Lissy? Bestimmt über Hunderte. Oh Mann.
Aber normalerweise... Oh je, die armen Leute, die einen Gifted Sub da lasten. Das wäre sowas. Oh je, oh je, oh je. Nee, aber das, irgendwas nicht in Ordnung. Weil normalerweise sollte eigentlich, wenn du einen Kanal erstellt hast, ein Schreiben von Twitch kommen, also per E-Mail, dass du den bestätigen musst und fertig. Weil meine Vermutung wäre halt schon gewesen, auch überprüft, ob die E-Mail-Adresse stimmt, die du angegeben hast. Stimmt die E-Mail-Adresse? Und so weiter und so fort, aber... Naja. So, jetzt aber nochmal zurück zur Passage. Das Lollig ist ja auch... Beim ersten Mal klappt das ja auch, sonst könnte ich den ja gar nicht erstellen. Ja, dann soll es eigentlich auch da bleiben und funktionieren. Weil irgendwas scheint ansonsten irgendwas nicht zu stimmen. Das musst du mir aber mal kurz erläutern. Wie ist denn das dann? Du erstellst dein Konto, bist ganz normal dabei und am nächsten Tag kannst du dich nicht mehr auf deinen Account einloggen oder was? Achso, stimmt ja. Erstmal kurz mich heilen. Ach komm, was soll's. Blauflieder. Sehr seltsam. Das ist sehr seltsam. Ja, und wenn du... Kannst du da nicht... Moment. Und abschalten wollen sie es nicht. Und ich mag das auch nicht meine Handynummer angeben. Ich wollte gerade sagen, was, wenn du es so machst? Nur einmal die Handynummer angeben? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, oder brauchen die die Auti-App dazu? Von Twitch, so ein Token? Weil wenn es das ist, dann ist es easy peasy lemon squeezy. Dann brauchst du eigentlich nur die Auti-App. Und gut ist. Weil das ist dann wie eine Zwei-Schritt-Authentifikation. So, das wollte ich sagen. Aber wenn... Und ich wollte gerade sagen, wenn du Handynummer einmal angibst und danach kannst du es ja deaktivieren mit der Handynummer. Aber es ist halt deine Entscheidung.
Ich glaube, du bist ja meistens am PC, wenn du Streams schaust. Vermute ich mal. Weil wenn du alles per Handy machst, dann... ich weiß ja nicht, wie da Twitch so ist. Ich weiß nur auf alle Fälle, die Twitch-App manchmal, die ist... Blech. Ja, okay, wie gesagt, ich kann es verstehen. Du kannst es aber, glaub, dann wieder deaktivieren danach. So, erstmal kurz was futtern. Und diesmal wiederhole ich nicht nochmal den Fehler. Sprach er und macht den selben Fehler. Bist du sicher, dass... Wenn es... Gut. Ja. Und rein da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe mich ganz normal angemeldet, registriert. Und dann hieß es auch, ja, ich soll mich aber mit einer OT-App... und dann habe ich gedacht, okay, gut, mache ich. Habe mir dann OT runtergezogen. Der generiert einen Token. Meldet mich ganz normal bei Twitch an. E-Mail-Adresse, Passwort. Und dann gibst du den Token ein. Hab Auti geöffnet, dann den Code kopiert, eingefügt und hab mich angemeldet. Ganz normal und gut ist. So. Wuff. So, komme ich doch an den Wolf ran. Ohne dass die Orks es spitz kriegen. Weil da hinten ist ja schon der Ork-Krieger. Oh, gibt's hier noch was? Oder? Schade. Auf jeden Fall, hier ist nämlich der eine Durchgang. Der Geheime, wenn man so möchte. Oh. Riesenratte, okay. Sag mal, wie viele Riesenratten? Geh doch. Und jetzt sind wir nämlich hier oben und sind hier vor den Orks eigentlich in Anführungsstrichen geschützt. So, Blauflieder und speichern. Hier ist zwar ein Goblinlager. So, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den Ork sogar von hier aus mächtig Schaden zufüge mit dem Feuerpfeil. Ich befürchte aber fast nein. Aber ich lasse gleich mal auf den Versuch ankommen. Erstmal speichern. Und dann wird getestet. Schaden gleich null vorhanden.
Nur minimaler Damage. Ja, ich weiß, ich weiß. Und im Originalspiel wäre das nicht der Fall. Ich glaube, ich würde schon definitiv mehr Schaden rauszimmern bei so einem Ork. Aber halt wegen die Nacht des Raben. Ja, ja. Weil hier der Pass des Minentals war eigentlich ein recht guter Farming-Spot für Erfahrungspunkte. Links, rechts, rechts. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Nein, ich habe keinen Dietrich mehr. Ach du Scholtenkleuster. So. Speichern. Einmal links, zweimal rechts. Einmal links. Und das war's schon. Okay. Dolch, Gold und ein Heiltrank. Okay. Okay, bei mir. Nichts zu holen. Okay. Nichts zu plündern. Nichts okay. zu holen. Okay. Da ist nichts zu holen. Das ist kurz. Da ist nichts zu holen. Gestockt. So, ich bin mir aber unsicher. Ich meine aber, irgendwo hier gab es aber auch ein. Nee, doch nicht. Ich dachte, es gäbe hier aber auch irgendwo ein Ork. Und wenn es nur ein Ork-Speer war. Oh, hier mit dem Feuersturm oder mit einer Feuerwelle? Ja, das erinnert mich an Terraria Master Mode, wo ich ja mit 4X montags gespielt hatte. Nichts zu plündern. Hatte. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Stell Terraria auf Master Mode und du frisst gleich den vierfachen Schaden. Und Gegner haben ungefähr 3- bis 4-fach mehr Lebensenergie. Aber da bin ich auch froh, dass das endlich vorüber ist. Spaß gemacht hat es, aber irgendwann war es einfach nur noch, naja, halt. So, dann wollen wir mal. Okay, rechts. Einmal rechts schon mal. Rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Aha. Extrakte Heilung und Gold. Sehr schön. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Nee. Weil manchmal sind in den kaputten Kisten hier auch noch so richtig wertvolle Sachen dabei. Oder drin. Bergkristall. Auch nicht schlecht. So. Schleicherweg. Und willkommen im Minental von Gothic 1. Hoch, runter, links, rechts, Arsch. Boah, was war das nochmal für ein Cheat oder Tastenkombination? Ja. Oh, Krieger, vergiss es. Aus irgendeinem Spiel war das. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte. So. Gothic 1. Wenn man ziemlich gut war, konnte man hier hoch. Konnte hier so ein paar Sachen finden. Oh, Scheiße!
Ach je. So, hier ist ja der Pass verschüttet. Gut. Vor allem der Witz ist, egal zu welcher Uhrzeit man hier das Minental betritt, ob morgen, also ob man morgens durch die Passage geht, man ist immer um Mitternacht hier. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, gab es hier? Nein, schade. In Goffigans gab es hier oben nämlich einen Goblin und einen jungen Scavenger und ein paar, ich sag mal ganz vorsichtig, ein paar nützliche Gegenstände. Für den Anfang, wo nicht schlecht war. So, ich bin da aber lieber mal ein bisschen vorsichtig, weil nicht, dass ich da runtersegel. Vor allem früher war hier alles voller Gras, Pflanzen, Leben und mittlerweile einfach so ein richtiger Gebirgspass. Da. Ach, das war Sonic the Hedgehog. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich vorsichtig wieder runterkomme. Ist in Ordnung. Das war knapp. Ja, komm, komm, komm. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht nur ein Feldräuber gewesen sein. Da ist doch noch ein Erweiterer. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte ich hier aufpassen. Oh, Rune! Ja! Stimmt! Die erste Rune passt zum Minental. Na, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier. Teleport zum Pass im Minental. Yippie, yippie, yay, yippie, yay. Remi, Demi und so ein Quatsch, ne? Und dann kommen wir, glaube ich, entweder hier auf diesem Plateau an. Oder da unten. Also hier quasi. So. Oh, 17.30 Uhr schon. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine halbe Stunde, dann Pause. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann heute Abend aussieht. Ich denke mal, so um 20 Uhr werde ich vielleicht wieder den Stream anwerfen. Mal gucken. Blut fliegen, okay. Und Drachensnapper. Leck mich doch am Keilriemen. Kommst du ins Minental? Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Snapper. Drachensnapper. Oder wie auch immer dieses Meme ging, von wegen so von Fallout 3 mit einer Todeskralle. Oh, there's a low-level player. I should introduce myself. Ach du Scheibenkleister, ich sollte aufpassen. Schön außenrum gehen. Au! Au, 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 au! Warte, 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 warte. Thank you.
HL-Rune? Jetzt muss ich gerade überlegen, was HL war. Heiliges Licht? Weiß ich gerade nicht. In Kapitelfeuer und hast die Feuerpfeil. Ja, ich habe die Feuerpfeilrune. Aber ich habe viel zu wenig Mana, dass ich die jetzt, sagen wir mal, spammen könnte. Und ich will jetzt auch eigentlich auch keine Glitches benutzen. Aber HL, heiliges Licht. Das ist doch so eine Paladin-Rune. Jergan! Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Ja gut, jetzt... Ich war ja eigentlich im Kloster, aber... Kapitel 2, jetzt muss ich überlegen. Was ich auf alle Fälle weiß, ich bin Kapitel 2 hier im Minental. Und wenn ich Milton treffe, hilft er mir, weil ich Feuermagier bin. Wäre ich Söldner, würde mir Gorn helfen. Wäre ich Miliz, würde mir jemand anderes, glaube ich, was Gutes geben. Genau, weil hier kriege ich von Milton gratis den Beitritt in den zweiten Kreis. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Aber das weiß ich nicht. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Also, die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Ich weiß auf alle Fälle, ist man Feuermagier und man kommt in die Burg und man trifft auf Milton. Bei ihm kommt man in den zweiten Kreis der Magie. Sind wir Söldner und wir treffen auf Gorn, kriegen wir nämlich die mittlere Söldnerrüstung. Oder ich glaube die schwere. Nee, das ist schon die mittlere Söldnerrüstung. Und ist man Miliz? Oh, ich weiß gar nicht mehr, was man da bekommt. Ist zu lange her. Oh, halte mal. Wie komme ich? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme. Darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Ich dachte, das wäre der zweite Kreis. Hm. Naja, sei's drum. Snapper, Drachensnapper. Nope, I'm out of here. Pest und Cholera, Pest oder Cholera. Na gut, ich glaube, ich habe noch einen Trank der Geschwindigkeit. Voll die Bassblut fliegen. Du bekommst den ersten Kreis kostenlos, okay. Anders gesagt, du lernst den zweiten Kreis von Melden, egal ob du den ersten hast oder nicht. Von daher kann man da einen überspringen. Da ist nichts zu holen. Oho. Ich weiß aber nicht, ob das als Bug-Using oder Glitch. Ork-Krieger, Warg-Ork-Schamanen. Erstmal speichern. Nope. Yeah.
Ob ich das so überlebe? Ich glaube eher weniger. So, und hier ist die Orgramme. So. Und der Witz ist, die kommen hier nicht mal hoch. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Senkrat, wenn du was willst. Und Uta bringt, glaube ich, einem, wenn man Miliz ist, Armbrustschießen bei? Wie sieht's in der Burg aus? Ein paar Jungs trainieren, aber im Prinzip warten wir alle nur drauf, dass irgendwas passiert. Diese Ungewissheit macht mürbe. Das ist die Taktik dieser verdammten Orks. Sie warten so lange ab, bis wir mit den Nerven am Ende sind. Oh, ich erinnere mich an... an eine Quest. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Bote hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Quasi bei Gomez altem Gebäude. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Ich erinnere mich gerade an eine ganz fiese Quest von Torloff, Kapitel 5. Wer wird mein Kapitän? Ja. Wer kann mir hier was beibringen? Sprich mal mit Milton. Er ist der einzige Magier hier. Zeig mir deine Spruchrollen. Na, gucken, was es so hat. Feuerläufers, okay. Gürtel der Stärke, oh. Naja. Tandor. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Zeig mir deine Ware. Oh, Drachenschneide. Richtig geiles Schwert, aber das Beste ist immer noch, glaube ich, der Erzdrachentöter. Heißt, glaube ich, das Schwert. Auch zwei Händer. Mit Drachenblut und mit Erz geschmiedet. Man braucht da, glaube ich, 180 oder 190 Stärke und die Waffe macht 210 Schaden. Deswegen wollte ich mich eigentlich den Söldnern anschließen, weil man am Ende die stärkste Waffe bekommt, bei dem Paladin die stärkste Rüstung und bei den Magiern gab es, glaube ich, einen Trank. Oder so ein Trank aus irgendwas. Hey, du trainierst die Leute? Ja, bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Ja, aber erstmal die Stärke bekommen, ne? Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Ja,
zwei Handlern, ein Handlern. Ah ja. Ich brauche halt erstmal Stärke, damit ich die Waffen hier tragen kann. Hey, du. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Bring mir Armbrustschießen bei. Verzieh dich. Vor der Burg laufen genug Ziele rum, über an denen. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Okay. Also war... Mann, was hat man sonst als Miliz hier? Auf jeden Fall, hier drin finden wir Milton. Im alten Gebäude der Feuermagier. Und ich glaube, hier dürfte auch irgendwo die Rune sein. Zur Burg. Oder ich verwechsel da was. Nein, hier ist sie. Tada! Buchständer. Ich glaube, das war ein Tagebuch. Es ist zu spät. Es ist spät geworden. Mit dem Zusammenbruch der alten Mine ist auch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Choristo. Er glaubt, dass dieser neue Kerl schuld am Zusammenbruch der Mine ist. Dieser Mann ist in der Tat ungewöhnlich, aber er sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Gomez ist je zorniger denn je als zuvor und ich glaube zu wissen, was er vorhat. Wir müssen unbedingt die Wassermagier unterrichten, bevor es zu spät ist. Vielleicht gelingt es uns, eine Katastrophe zu verhindern. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn er die freie Mine und das war dann da auf einmal, als die Feuermagier umgebracht worden sind. Armer Choristo, armer Choristo. Okay, erstmal speichern. Weil wegen Dietrich links. Links, rechts. Sag mal, ich habe doch links, rechts, links gedrückt. Warum will das auf einmal nicht? Links, rechts, links. Okay, links, rechts, links, rechts. $29, ja. Runentisch um Rune, Alchemietisch. Ich brauche erstmal Feldknöterich. Und das jede Menge. Damit ich Tränke wiederherstellen kann. Laborwasserflaschen. Dolch und Gold. Ach, sehr schön. Halt, da war noch was. Laborwasserflasche. Und Kohle? Okay. Her damit. So. Und hier ist Milton. Hoi. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. So, Milton ist einer der vier Freunde, also Diego, Lester, Milton, Gorn. Man trifft ihn das erste Mal, sobald man Schatten, Novize oder Bandit ist und man den Brief den Feuermagiern geben möchte. Den gibt man nämlich dann an Milton und, oh, das ist ein Brief an Meister Xardas, überreicht den Choristo und dann dürfen wir uns eine Belohnung aussuchen. Man hat dann mit Milton eigentlich nichts mehr zu tun, außer man ist dann Feuermagier, wenn man sich den Schatten angeschlossen hat. Und spätestens im dritten Kapitel lernt man Milton auch ein bisschen besser kennen, sprich, ist dann auf dem Weg in der Nähe des neuen Lagers unterwegs und will sich nämlich ein Amulett holen. Das, glaube ich, verflucht ist von, und er bringt uns den Spruch Untote töten bei, glaube ich. Oder gibt uns die Spruchrolle Untote vernichten mit einem einzigen Streich. Als wir auf der Fokussuche waren. Und seitdem hat er sich eigentlich als einen guten Freund
sich entpuppt. Hat uns auch geholfen, die Erzklinge Uriziel aufzuladen. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. So, jetzt komme ich erstmal ein bisschen näher ran hier an Milton, damit man auch ein bisschen was sieht. Und ich zünde erstmal auch wieder eine Fackel an. Weil sonst sieht man ja natürlich nichts. Da. Hey, du. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schiffstrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich in einige Zauber aus dem zweiten Kreis der Magie einweihen. Oder ich kann dir helfen, deine magische Kraft zu steigern. Wenn du die Bereitschaft verspürst, deine Macht zu mehren, dann werde ich dich unterweisen. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Normalerweise ist das den Lehrern unseres Ordens vorbehalten. Aber ich denke, in diesem Fall können wir mal eine Ausnahme machen. Ich weiß nicht, ob ich die offiziellen Worte noch weiß. Tritt nun in den zweiten Kreis. Er zeigt dir die Richtung. Doch deine Taten formen den Weg. Oder so. Ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Ach, ich liebe es, irgendwie Marke zu sein. Ich will neue Zauber lernen. So, Eispfeil. Ah. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Leck mich, man braucht doch 5... Ach, komm schon. Man braucht wirklich 5 Lernpunkte, um den zu... Ach, komm. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie. Lass uns Gorn befreien. Tja, das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Naja, das ist mir schon klar. Aber ich wollte nämlich gucken, weil ich hatte nämlich noch 5 Lernpunkte über. Und jetzt hier mit dem zweiten Kreis, also brauche ich doch Lernpunkte. Ich dachte, der würde umsonst ohne Lernpunkte. Naja. Dann ist es halt so. Ritter, Ritter, Ritter. Oh, Rohstahl. Ich speichere es mal ab. Gut. Doba und Palav. Verdammt. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle.
oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten? Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Was gibt's Neues? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Und Doba, der Schmied. Ah, oh, verdammt. Was willst du? Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlaf, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Ich verstehe mich aufs Schmieden. So, und? Kannst du mir was beibringen? Ah, die Grundsätze beherrschst du also schon. Ich kann dir zeigen, wie du deine Arbeit verfeinerst. Dann wirst du in der Lage sein, bessere Waffen herzustellen. Gutes Schwert? Ich kann doch schon ein gutes Schwert herstellen. Kann ich deine Schmiede benutzen? Ich habe eine Menge zu tun, wir würden uns nur im Weg stehen. Warte doch einfach, bis es dunkel wird. Dann hauen Parlaf und ich uns hin und du kannst ungestört arbeiten. Zumindest kann ich normales Schwert herstellen. Edles Schwert, edles Langschwert. So, und hier saß ja, oh, wie hieß denn der nochmal? Der die Taufe durchgeführt hat. Irgendwas mit B. Nicht Bulko. Wie hieß denn der Gardist? Bullet. Genau, Bullet. So hieß er. Bastard. Haben einen Kram gefunden. Drei Kisten. Nee, Bestand nicht Bastard. Was lese ich da? Ja, aber Bullet war ein Bastard. Ein richtiger Arsch. Drei Kisten alte Stoffe, 8 rostige Eisen, 4 Kisten kaputte Rüstungsteile, 5 Kisten Leder und Fellwaren stinken schon, 2 Kisten Spitzhacken, 3 Kisten Werkzeuge, 16 Kisten Gesteinsbrocken, kaum Erzgehalt, mit rostigen Grasiermisten, 4 kaputtes Geschiss, 5 Kisten Wasser. Also ich brauche halt immer ganz kurz, bis mir die Namen wieder einfallen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, rechts geht's zu den Kerkern eigentlich. So, schauen wir uns noch ein bisschen um. Auf jeden Fall geht's da zum Gefängnis. Ich hätte das anders gemacht. Gerold. Gerold Steiner. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merkt ihr das? Wir sind die da Innos. Das soll uns respektieren. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Und wenn ich dir Gold zahle? Nein. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Oh, ich glaube, da muss ich mit dem Schlafzauber ran, eventuell. Waffenknecht, Waffenknecht. Waffenknecht. Waffenknecht, irgendwo war doch... Letztendlich wird die oder war das hier?
Irgendwo war nämlich ein namhafter. Brutus, genau. Hey, du. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. Schade. Ach ja, schön mit der alten Gardistenrüstung hier. Ich glaube, das war die leichte Gardistenrüstung. Weil die Schwere, die war... Die Schwere, die sah nämlich ziemlich richtig, richtig heftig aus. Die hatte mich irgendwie so ein bisschen nicht ganz an eine Samurai-Rüstung erinnert, aber ganz knapp. Hoi. Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. So, Gommes alte Hütte. Oben hatte er die Frauen und sein Schlafgemach. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, hier war's. Oder? Ja, da hatte er nämlich hier hinten das Schlafgemach gehabt. Badezuber, wo dann die Frau gebadet hat. So als Easter Egg, oder die dann geschlafen hat. Und wenn man versucht hat, die anzuquatschen, geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Aurig. Verdammt, was ist los? Aufwachen. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garond. Er wird dir alles erklären. So. Sieht man das von hier? Ich schau mal. Na. Warum? Okay, ich glaube, ich muss mal kurz die Fackel weglegen. Jetzt. Schade, das sieht man leider nicht, aber das wird noch wichtig. So, ich muss gerade mal schauen. Gab es hier oben noch jemanden namhaften? Tür, Schlüssel. Okay. Oh, jetzt knapp.
knurrt mir aber der Magen richtig. Boah, jetzt sollte ich aber dringend was essen. Das letzte Mal, dass ich was gegessen habe, war vor 10 Stunden ungefähr. Und es war auch nur eine Kleinigkeit, ein Amerikaner. Mache ich nämlich gleich Feierabend. Aber ich schaue jetzt erstmal noch, was hier oben so alles ist. Wer noch so hier oben alles ist. Notiz. Pfandbrief, Botschaft. Alte Steintafel. Stimmt, jetzt kann ich die auch mal lesen. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Rademes, der Nachfolger Quahodrons, wurde gebannt, aber seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jakendar getroffen. Und jetzt könnte ich eigentlich sogar hier so ein paar der Dinger lesen. Gift der Blutfliegen, jawohl! Der Stachel der Blutfliegen enthält ein tödliches Gift, das niemand des klaren Verstandes ist, zu sich nehmen wird. Es sei denn, er beherrscht die Kunst, den Stachel zu entnehmen und kennt die folgende Regel. Den Stachel wird mit scharfer Klinge von der Spitze zum Schaft säuberlich aufgeschnitten. Die obere Hautschicht wird entfernt. Das frei gewordene Gewebe wird um die Drüsen herum aufgeschnitten. Der besondere Saft des Gewebes ist mehr als genießbar, er hat heilende Kräfte. Allerdings entwickelt der menschliche Körper im Laufe der Zeit eine Immunität gegen diesen heilenden Trunk. Damarok. Muss auch erstmal weg. Alles klar, Uranos, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Eine gute Nacht, viel, viel, viel später, natürlich. Und genieß dein Wochenende und entweder bis irgendwann mal wieder hier oder bei Lissy. Boy, boy. Grüß dich, Theron. WB. So. Ich schaue mich jetzt erstmal noch kurz um. Okay, Truhen, die ich plündern kann, aber ich brauche noch erstmal ein paar Dietriche. Bevor ich mich da an Truhen knacken wag. So, hier war immer Bartolo. Der hat die Sumpfkrauternte. Finger weg von meinen Töpfen. Niemand geht an meine Töpfe, verstanden? Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat. Ich hoffe, das war deutlich. Wer hat ausgerechnet dich zum Koch gemacht? Das war Kommandant Garon, denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch im wütenden Eber. Und warum haben sie dich eingebuchtet? Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritter. Ich bin nur ein gefangener Koch. So. Aber, Theron, du kommst leider auch ein bisschen ungelegen. Nichts gegen dich, aber ich will jetzt selber gleich Feierabend machen. Zumindest erstmal eine Essenspause machen. Wir haben 18 Uhr, ich habe vor 10 Stunden das letzte Mal was gegessen. Ich brauche jetzt gleich was richtig Vernünftiges in den Magen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ob ich zum Subway gehe oder ob ich mir irgendwas anderes besorg. Mal gucken. Orik, mit dem haben wir schon gesprochen. Ja, Parsival. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Wir werden ausharren, solange wir können. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. So. Nein, das ist kein Grafikfehler. Es sind keine Disco-Leuchtfälle. Das ist nur wegen den Fackeln. Garon! Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass?
Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Innos. Warum hast du diesen Weg auf dich genommen, Magier? Das liegt auf der Hand. Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Ich glaube, das waren gerade mal 8 oder 9 Kisten Erz insgesamt. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Hans Sprungfeld, guten Heu. Und dir auch einen guten, schönen guten Tag. Und natürlich ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, dir geht es gut, bist gesund und munter und genießt hoffentlich dein Wochenende. Ich brauche Ausrüstung. Sprich mit dem Magier Milton hier in der Burg. Er kennt sich mit den Sachen aus, die du benötigen wirst. Daran wird sich nie was ändern. Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. So. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parzival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Wochenende ist halt unzufrieden, was will man mehr? Da fällt mir noch so einiges ein, was man noch haben könnte, aber... Ich will, dass du Gorn freilässt. Passt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Boah. Was ist ein Haufen Gold? Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Niemand darf gegen die göttliche. Ei. So. Dann bringe ich die Quest mal ein klein wenig. Meinst du, mir geht es besser? Noch auf Vordermann. Reden erstmal mit Milton. Milton. Okay, lässt sich erstmal ins Buch. Ah ja. So, das Minental. So schaut's aus. Oh boy. Also das Sumpflager ist nicht mehr eingezeichnet. Gibt's auch gar nicht mehr. Weil, wenn man jetzt mal von dem Pfeil aus nach rechts geht, da sieht man so eine Art schwarze Linie am Fluss entlang laufen. Mehr oder weniger. Das ist nämlich der Zaun, wo sich die Orks dahinter verschanzt haben. Dahinter gibt's übrigens noch ein Easter Egg. Aber ja, Sumpflager ist nicht mehr da. Das neue Lager ist auch nicht mehr eingezeichnet, da kommt man auch nicht mehr hin. Ah je. So. Jetzt muss ich erstmal mehr. Ich glaube, das ist jetzt auf der anderen Seite. Oder er schläft. Nee, da ist er. Hey. Daron verlangt 1000 Goldstücke für Gorm. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Das gibt's doch nicht. Die Befreiung von Gorn. Milton hat mir 250. Ja. Normalerweise. Hey, du. Das ist aber auch ein Bug mit dieser verdammten Quest. Normalerweise quatscht man Milton an.
Und er sagt, okay, er schreibt eine Nachricht ins Gefängnis. Die geben wir dem Wächter. Das war aber auch im Original nie der Fall, dass das so ablief. Wir kriegen dann eine Antwort von Gorn, wo wir weitere 250 Gold auftreiben. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Deswegen, ich finde es seltsam, dass die Quest immer noch verbuggt ist. Weil normalerweise müssen wir jetzt eine Notiz. Oder was heißt eine Notiz? Nee. Sollten wir eigentlich eine Notiz von Milton bekommen? Die geben wir Garond. Der lässt sie Gorn zukommen. Wo hast du das denn schon wieder? Und ja. Man muss eben aufpassen, dass ich glaube. Ich verstehe es einfach nicht. Ist das wirklich wahr? Davon lasse ich lieber die Finger. So, dann schauen wir noch das Haus der Paladine an, wo eigentlich früher Stone der Schmied war. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Och, leck mich echt jetzt. Okay, ich muss mal kurz gucken. Schürfer und Erz. Gold für Brutus. Die Befreiung von Gorn. So, ich speichere jetzt erstmal hier. Es wird Zeit für Feierabend. Ich habe Hunger. Und bevor ich bloß in den Kannibalismus... Wandel. Bevor ich bloß in Richtung Kannibalismus abdrifte... Einfach nur, nee. Deswegen, ich schaue jetzt einfach mal, was tun, was machen. Und wo ich euch hinschicken könnte. Ich hätte die Auswahl für euch. Besonderes Event, also quasi hier die Guerilla Collective 3 bis 18.30 Uhr. Danach gäbe es, Moment, jetzt muss ich nachschauen. 18.30 Uhr Worldsome Direct und dann um 21 Uhr Future Games Show. Ich könnte euch aber irgendwo hinschicken, wo es Evil Within gibt. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich schicke euch dahin, wo es Evil Within gibt. Einfach auch, um ganz fies eine böse Überraschung dazulassen, mehr oder weniger. So, wir sehen uns, denke ich mal, heute Abend wieder so gegen 20 Uhr. Ja doch, so 20 Uhr, spätestens 20.30 Uhr. Da will ich dann mal in irgendein anderen Spiel reinschauen. Und falls man sich nicht mehr sieht, Hans Sprungfeld, Querkuss etc. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt euer Wochenende, bleibt gesund. Und ansonsten, falls man sich nachher wiedersehen sollte, bis später. Danke für die ganzen Follows, die reingekommen sind. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und macht das Beste daraus. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Und bis dann. Eine Pferde.